Hä, was ist das für ein Sirup? Das macht man auf die Zähne drauf, dann sind die komplett weiß. Das muss ich mir holen. So Leute, ich habe mir das Ganze bestellt. Die kommen hier, wie ich sehen kann, im Duo-Pack. Also sind direkt zwei Stück drin. Und wir probieren das jetzt mal aus. Ich bin super gespannt, ob die Zähne natürlich wirklich so weiß werden. Okay, hier so sieht es aus. Und jetzt muss ich mir das Ganze mal angucken. Hier oben ist dieser Pinsel, also das, was man einfach auf die Zähne drauf pinselt, wo die dann so direkt weiß werden. Und es geht ja auch nicht mehr weg, selbst wenn man mit der Zunge drüber geht. Hier ist so eine Flüssigkeit drin. Ich weiß nicht, ob man die gut sehen kann, aber ein bisschen sieht man es. Jetzt machen wir das Ganze mal hier auf. Und mal riechen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir probieren das aus. Beziehungsweise, ich lese mir mal ganz kurz die Bedienungsanleitung durch, um auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht muss ich noch irgendwas beachten. Und dann teste ich das Ganze für euch aus, ob das wirklich so gut funktioniert wie im Video. So Leute, wir testen jetzt aus, ob damit wirklich die Zähne weiß werden. Ich habe mir gerade das Ganze einmal durchgelesen. Hier ist so eine Flüssigkeit drin, die müssen wir jetzt einfach auf die Zähne drauf machen. Ich mache das jetzt mal hier auf der einen Hälfte drauf, dass wir den Vergleich zur anderen Seite haben, okay? Zähne habe ich gerade geputzt. Jetzt müssen wir das drauf machen und dann 30 bis 60 Sekunden warten, okay? Das heißt hier, so. Okay, jetzt kann ich noch nichts sehen, aber es ist ja auch 30 bis 60 Sekunden warten. Okay, es sieht ein bisschen aus, als ob es jetzt mehr glänzt. Seht ihr das hier ein bisschen? Ich mache das noch unten auf der einen Hälfte und dann warte ich 30 bis 60 Sekunden. So. Okay, zur Sicherheit nochmal hier drauf. Okay. Es sieht aber echt aus, als ob es mehr glänzen würde hier. Okay, Leute, wir warten jetzt 30 bis 60 Sekunden. Und danach muss man nochmal den Mund sauber machen, also nochmal ausspülen. Und dann soll die Zähne angeblich deutlich weißer sein. Würde ich sagen, wir sehen uns gleich und schauen, was funktioniert hat. So, Leute, der Moment der Wahrheit. Also, ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe Mund ausgespült. Ich habe extra nicht in den Spiegel geguckt. Und jetzt sind wir gespannt. Vergleich hier vorher und nachher. So, naja, also Leute, also ich sehe jetzt keinen wirklich krassen Unterschied. Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich gar keinen Unterschied. ja, also bei mir hat es jetzt funktioniert, vielleicht funktioniert es bei jemand anderem, aber ja, werde ich jetzt auch nicht nochmal drauf machen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich gut ist für die Zähne oder ob das komplett harmlos ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich kenne mich da jetzt mit den Inhaltsstoffen nicht aus, aber für mich ist es jetzt, also für mich lohnt sich das persönlich nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, zeigt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, euer Fabio Magic. Ciao.